Vielleicht haben Sie sich ja auch schon mal gefragt, wie Sie bekannte analoge, Methoden und Formate in den digitalen Raum transferieren können. In diesem Video mache ich mir Gedanken darüber, wie das mit einem World Café mithilfe der Videokonferenzsoftware Zoom und dem Dienst Miro aussehen kann. Mein Name ist Tobias Albers Heinemann und ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Ein World Café ist ja ein sehr lebendiges Austauschformat. Normalerweise stehen in einem großen Raum mehrere Tische. Die Teilnehmenden teilen sich auf die Tische auf in Kleingruppen, arbeiten inhaltlich, halten Ergebnisse fest und wenn die Zeit vorbei ist, wird der Tisch gewechselt und man kann dort unter einer anderen Fragestellung an den Ergebnissen der vorherigen Gruppe anknüpfen oder diese ergänzen, dann weiterarbeiten. Ich versuche das mit der Videokonferenzsoftware Zoom und dem Dienst Miro und alles, was Sie dafür brauchen, ist auch wirklich nur die Zoom-Software und ein Browserfenster. Hierfür ist es wirklich sinnvoll, wenn Sie dieses auch nicht im Vollbildmodus nutzen, sondern eben freischwebend auch nebeneinander im Desktop, dass Sie das auch in der Übersicht auch haben. Auf der einen Seite die Videokonferenzsoftware, auf der anderen Seite das Miro-Board oder das Browserfenster. Sie erhalten bei Miro einen Link, einen Freigabelink zu einem Board, in dem Sie auch arbeiten können. Den Link rufen Sie einfach in der Browser auf und können sich dann mit gedrückt gehaltener Maustaste auch hier in dem Board bewegen. Und wenn Sie am Mausrad drehen, können Sie rauszoomen oder reinzoomen. Sollten Sie sich einmal in dem Board verloren haben, das ist überhaupt gar kein Problem. Sie sehen hier rechts unten, sehen Sie eine kleine Prozentangabe. Da klicken Sie dann einfach drauf. Und Sie haben dann hier die Möglichkeit, den Button Fit to Screen. Das heißt, alle Elemente werden dann browserfüllend wieder angezeigt, sodass Sie sich nochmal neu orientieren können. Vom Prinzip her ist es relativ simpel gedacht. Wir arbeiten in Breakout-Sessions und an digitalen Tischen. Ich habe jetzt hier schon mal 5 Breakout-Sessions vorbereitet und die Teilnehmenden in der Session 1 arbeiten natürlich an Tisch 1, in der Session 2 an Tisch 2 und so weiter. Um eine Breakout-Session zu betreten, gehen Sie in Ihrer Zoom-Software unten auf den Button Breakout-Sessions und es öffnet sich dann eine Übersicht der bestehenden Breakout-Sessions, die eben auch schon erstellt wurden. Sie suchen sich Ihren Eingangstisch aus, gehen dann rechts auf diese blaue Zahl, dort erscheint dann der Button Teilnehmen, klicken dann drauf und bestätigen Sie und schon sind Sie in der jeweiligen Session. Ich bin jetzt hier natürlich alleine, aber ich sag mal, im Praxisfall finden Sie sich jetzt dort mit Ihrer Kleingruppe und können sich ganz normal wie in einer Videokonferenz unterhalten, austauschen und parallel dazu im Miro-Board arbeiten. Hierfür gehen die Teilnehmenden der Gruppe 1 zum Tisch 1, das heißt mit gedrückt gehaltener Maustaste in die Mitte vom Browserfenster und dann am Mausrad drehen, bis der Tisch 1 ganz groß im Browserfenster ist. Das hat allein den Vorteil, weil wir mit allen Teilnehmenden gleichzeitig in einem Board arbeiten und das sehr verwirrend sein kann, wenn man dann plötzlich 80 Leute oder 100 Leute hat, die da gleichzeitig arbeiten. Deswegen bitte ich Sie, sich wirklich nur auf Ihren Tisch zu fokussieren. Dann fällt die Arbeit in der Kleingruppe wesentlich leichter. Sie haben jetzt hier die Möglichkeit, mit sogenannten Sticky Notes zu arbeiten, Texte auch zu ergänzen. Das heißt, hier gibt es so eine kleine Werkzeugleiste. Das heißt, hier können Sie dann auch neue Elemente auch nochmal erstellen, auch nochmal so neue Post-its. Sie können da auch Texte mit reinschreiben. Sie können zum Beispiel auch, wenn Sie ein Video haben, einfach die URL des Videos kopieren und hier einfügen. Und dann wird das Video auch so dargestellt, dass es hier direkt auch angeschaut werden kann. Das Gleiche geht natürlich auch mit Links und mit Texten. Das heißt, Sie können sich dann hier wirklich inhaltlich auch gut austoben, auslassen und Ihre Ergebnisse sammeln. Für den zeitlichen Rahmen wird Ihnen die Moderatorin oder der Moderator einen Timer oder einen Countdown zur Verfügung stellen. Dieser Timer, der ist dann unten im Miro-Board ist der ersichtlich. Das heißt, jetzt habe ich ihn gerade aktiviert. Eine Minute läuft herunter, sodass egal, wo Sie sich jetzt hier auch gerade im Board befinden, Sie immer sehen, wie lange es noch Arbeitszeit an dem jeweiligen Tisch ist. Ist der Timer abgelaufen, geht es darum, sowohl den Tisch als auch den Raum zu wechseln. Das heißt, Sie klicken dann einfach hier unten wieder auf den Button Breakout Session,
auf Konferenzraum wählen, suchen sich dann den nächsten Tisch aus, in diesem Fall Tisch 2, gehen hier über diese blaue Ziffer hinten dran, klicken dann auf Teilnehmen und wechseln dann den Arbeitsraum. Parallel dazu zoomen Sie bitte hier im Miro-Board raus, gehen dann zum nächsten Tisch rüber, zoomen wieder dran und jetzt finden Sie hier die Ergebnisse der vorherigen Gruppe, können dran weiterarbeiten oder anknüpfen. Timer dann, es ertönt ein akustisches Signal, die Zeit beginnt von vorne und Sie können dann entsprechend weiterarbeiten. Soweit meine Gedanken dazu. Wie gesagt, das ist nur eine Möglichkeit, ein World Café umzusetzen. Es gibt garantiert auch ganz viele andere Methoden, Ideen und Tools. Und ich freue mich natürlich über den Austausch, wenn Sie nochmal Ergänzungen oder weitere Vorschläge dazu haben. Aber bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal alles Gute und bis bald. Machen Sie es gut. Tschüss.